Na Leute, willkommen zurück zu Zelda The Wind Waker. Link ist hier wieder und wir legen jetzt los. Yeah. Okay, cool. Was? Oh mein Gott! Geil, Freunde, wir haben das Triforce-Fragment komplett. Sehr gut, Nils. Damit hast du alle Splitter gefunden und das Triforce kann wieder vollständig zusammengesetzt werden. Schnell, wir müssen nach Hyrule eilen. Nee. Was glaubst du, wer du bist, dass du mir so einfach vorschreiben kannst? Wir düsen jetzt erstmal nach Westen. Achso, und Leute, der liebe Marcel hat ja gesagt, Mann, du bist schon so viel rumgefahren. Mach da einfach mal die ganzen Karten auf. Ich habe schon so viele Schätze verpasst. Ich mache jetzt einfach alle Karten auf. Vielleicht sehen wir noch was. Aber ich suche dir auch nicht alle. Sorry, Freunde. Ja. Und durch euer Kommentar wusste ich auch schon beim letzten Part, dass in der Höhle hier auf Präludien was anderes ist und nicht mehr ein Herzteil. Denn da bekommt man jetzt diesen Talisman, kennt ihr vielleicht, der die Lebensenergie vom Gegner anzeigt. Ist ganz praktisch, aber naja, braucht man jetzt nicht so. Und der ist voll hässlich. Und es gibt doch noch einen Gegenstand, habe ich durch den lieben Marcel erfahren. Ihr wisst ja, der liebe Marcel, der gibt mir ja gerne nebenbei noch Tipps. Und guck mal, hier unten rechts, da passt doch was hin. Was zur Hölle? Aber ja, das ist nämlich so eine Art, ja, es ist ähnlich wie aus Ocarina of Time, diese Pharoros, Donnersturm, Dienst, Feuer, Entfernung, Nairos, Umarmung. Ist halt auch so eine Art, ja, Edelstein, sieht aus wie so ein Edelstein. Und das ist die magische Barriere, die kann man einsetzen, um weniger Schaden oder irgendwie kurzzeitig gar keinen Schaden zu bekommen in Kosten für Magie. Irgendwie sowas war das. Hole ich mir aber auch nicht, denn dafür muss ich eine doofe, nervige Nebenquest machen. Und ihr wisst ja, Wind Waker und Icke, wir sind jetzt nicht so die besten Kumpels. Und, ja, also, muss ich ehrlich zugeben, Freunde. Muss ich wirklich ehrlich zugeben. Welchen Part haben wir eigentlich? 44 müssen wir haben, ne? Wow. Auf jeden Fall finde ich einfach, bei Wind Waker macht das Nebenquest nicht so viel Spaß. Bei Majora's Mask ist jede Nebenquest wie eine Story-Quest. Es ist so genial, bei Majora's Mask einfach alles zu machen, weil alles hat so seine eigene Story. Das ist unglaublich. Und auch bei Twilight Princess hat es übelst viel Spaß gemacht. Vor allem, als ich in meinem Let's Play das allererste Mal 100% gemacht habe und alles gesammelt habe. Das war richtig cool und da hatte ich auch wieder Bock zu. Aber bei Wind Waker, ich weiß nicht, irgendwie ist es nicht so cool. Tut mir leid, Freunde. Aber ihr wisst ja, ich mache das Let's Play ja nicht zu 100%. Ich spiele es einfach nur casual, just for fun. Denn ich mache hier das, was mir Fun macht. Hufeiseninsel. Jetzt hier ein Fertigsturm oder was? Blecki, was laberst du für ein Shit? Na, der Alte auf der Nachbarsinsel im Osten war früher ein großer Schwertmeister. Als Beweis hat er so ein Ritterwappen. Was mit diesem Ritterwappen auf sich hat, was willst du wissen? Ach, Junge, wenn ich dir das jetzt noch auf die Nase binde, das wäre doch langweilig, oder? Wow, er hat ein Ritterwappen. Ich hab 10. Oder noch mehr. So, seht ihr jetzt schon? Nee, seht nicht. Ich muss dann nochmal gucken, wo das Ding ist. Auf jeden Fall, wo wir gerade beim Luxor liegen waren, Leute. Bei ihm läuft der aktuell Zelda the Minish Cap. Und Mann, Freunde, guckt euch das an. Wenn ihr ihn nicht kennt oder noch nicht bei ihm geguckt habt, guckt euch Minish Cap an. Also zwei Parts waren jetzt schon draußen. Heute kommt der dritte. Und heute beginnt der erste Dungeon bei ihm, ja. Müsst ihr auf jeden Fall gucken. Also die ersten zwei Parts zu schauen haben sehr viel Spaß gemacht. Vor allem einfach, weil das Spiel war auch so geil. Da verbinde ich auch so viel schöne Erinnerungen mit. Und ach, damals in der Grundschule. Ach, das war geil, Minish Cap. Und dann, als er zum Beispiel das erste Mal im Theodoria-Wald wieder war, die Musik, wenn die anfängt, dann... Voll schön. Nee, macht sehr viel Spaß zu... Wow! Was zur Hölle? Macht sehr viel Spaß zu gucken. Oh, voll gekillt. Was für ein ekelhaftes Vieh. Macht voll Spaß zu gucken, kann ich euch nur empfehlen. Aber, Leute, pst. Sagt ihr mir aber nicht, dass ich euch geschickt habe. Nee, wahrscheinlich... Marcel, du schaust ja sicherlich auch den Wind Waker-Part an. Ja, Marcel, guck dir den Let's Play an. Ja, ist zu empfehlen. Nee, aber doch, macht sehr viel Spaß. Kann ich ja, wo war gerade. Wow, was zur Hölle? Ach so, Golf! Ist ja geil. Wo wir gerade beim Luxor gelegen sind, er spielt ja aktuell Yoshi's Island, also Mario Advance 3. Und, könnt ihr mal bitte weggehen? Fies. Jetzt gehen sie nicht mehr weg. Ist das fies? Warum gehen die nicht mehr weg?
Egal, jetzt zockt er gerade Yoshi's Island, Star Fox Adventures und Minish Cap. Und ja, also Yoshi's Island ist jetzt nicht nur mein Ding, aber Star Fox Adventures macht auch sau viel Spaß zu gucken. Das Spiel kannte ich ja vorher noch nicht. Nur den Nachfolger Star Fox Assault. Aber Star Fox Adventures ist echt cool. Wow, man kann trotzdem durchschießen, das ist ja cool. Ja, dann lasst uns hier mal ein bisschen rumquesten. Nein! Oh shit. Ich glaube, ich muss mir den echt hier hinlegen. Und jetzt! Das gibt's doch nicht! What the heck? Ja! Ja, 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 Mann! So! Na, wow! Scheiß! Ja, 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 ja. Coole Sache. Oh shit. Ich glaube, ich kann hier noch einfach. Zack. Und dann muss ich jetzt. Ja! Cool. Macht Spaß. Ach ja, Golf. Also, Golf habe ich noch nie gespielt, aber Minigolf habe ich schon mal gespielt. Und das war richtig witzig. Es war auch schon wieder seine 6-7 Jahre her oder noch länger, aber es war richtig cool, hat so viel Spaß gemacht. Verdammt, ey. Oh, hallo, hallo, na? Cool. Dup. Danke, Mann. Ja, die verstecken sich aber auch gut, diese ganzen blauen Schleimer. So, ich glaube, am besten klappt es, wenn ich jetzt den hier so zack oder... Uff. Geil. Nur 2 reingehauen gleich. Yeah! Ein Schatz! So, was labert der hier jetzt, der Potzblitz-Typi? Wir gucken danach. Wo gucken wir da hin? Ins Nichts. So, was sagst du mir darüber? Potzblitz, was für ein herrlicher Anblick, diese schillernden Farben! Gut, dass ich mir dieses Kaleidoskop gekauft habe. Hä? Es, also irgendwie passiert ja was, wenn man immer... Also ich sehe hier nichts. Hat man irgendwie auch ein Kaleidoskop in seinem Fernrohr? Nee, wa? Du Penner, du hast mir angelogen, hier ist nichts. So, hier ist ein Loch. Oder was? Ist tatsächlich ein Loch? Was zur Hölle? Ah! Einfach hier. Tschu! 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 Yeah! Ich baue euch alle auf, Mann! Ja! Stirb! Down! Ja! Ja, lustig. Ich weiche allen aus. Ja, ich bin der coolste, lustigste Typi, der alles ausweichen kann. So, hier ist das bestimmt eine Schatzkarte oder so. Und ein Herzteil. Eine weitere Schatzkarte. Wow, cool. So, lasst uns die einfach mal gleich noch öffnen. Da war sie. Mann, achso. So. Ah, die ist bei dem Feenkordial. Aber da werden wir nicht mehr vorbeikommen. Tut mir sehr leid, Leute. Es gibt ja so viele Schatzkarten, wie es Dings das gibt. Wie es Quadrate gibt oder sogar noch ein Stück mehr. Das weiß ich gerade nicht ganz. Aber auf jeden Fall gibt es in jedem Quadrat auf jeden Fall Schätze zu holen. Eine weitere Schatzkarte, Mensch. Alter, auf einer Insel 2 Schatzkarte bekommen. Was ist da los? Was ist da los? Mal ordentlich schon wieder. So. Oh mein Gott, das ist... Hör, wo ist das denn? Da war er auch schon irgendwann. Naja, ist ja egal. Wo ist der Leuenkönig? Da ist er.
Oh nein, der fette Fisch will mich angreifen. So. Ich werde dann jetzt nochmal nach Norden. Beziehungsweise porte mich dann. Ja, ich porte mich. Tschüss, Fisch. So. Auf nach, zu Tingels Insel und dann düsen wir nach Süden. Und von da aus dann nach Westen. Ach ja, dieser Wirbelschirm-Song ist schon geil. So, wir wollen nicht nach Norden, wir wollen noch. Und Schatz. Und hi. Der Schatz ist da. Jetzt. Ah, nein, nicht ganz. So, jetzt aber. Ja, mein Schatz. Mein Schatz, Freunde, mein Schatz. Ja. Freu mir wie so ein Kleinkind. Aber er ist cool, Mann. Und wieder ein 200er. Nice. So, jetzt wollen wir wirklich nach Süden. Ach, ein Augengriff versteckt sich im Süden. Ja, das ist aber interesting. Was schaukelt denn hier so? Ganz komisch. Oha. Ein gefährlicher Ort, Freunde, Alter. Zieh euch rein, wie viele ekelhafte Propellerfische hier rumcruisen. Na, na gut. Uah! Aua! Wie viele Schätze hier sind? Was ist denn los hier? So, hier war doch gerade der Fisch. Da ist er. Alter, wie viele Schätze hier sind? Was ist denn das für ein Riff? Fisch, wo bist du jetzt? Fisch? 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 Ach, da hinten versteckt sich die Sau. Ja. Na? Aber ihr wisst ja, auf was für ein Spiel ich manchmal richtig Bock habe. Ihr kennt auch sicherlich das Rollenspiel Blue Dragon, oder? Das habe ich so, das war mein, also eins meiner ersten Xbox 360 Spiele. Ist ja übelst viele Jahre schon her, aber das war damals richtig cool. Müsste ich mal wieder zocken, das war sehr cool. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ey, Jungchen, na? Ich weiß Bescheid, ich mach dir mal hier so eine Scheiße hier, hm? Ach ja, Blue Dragon. Das Ein-Augen-Griff? Ich habe gar nicht gewusst, dass es einen Ein-Augen-Griff gibt. Auf der Reise bestimmt schon mal diese komischen Leute. Ja. Ja. Ja, das weiß ich. Und sagst du mir jetzt, weil hier so super viele sind oder was? Ja, und von wegen eine neue Portion, wenn ich das nochmal hören will. Du Penner. Ich kann doch einfach auf meiner Karte nachlesen. Ha. Ja. Alter, voll die Schatzinsel hier sozusagen. Naja, egal. Lasst uns erstmal nach Westen düsen. Nach Westen. Ja. Was für eine Fresse die haben. Die sind so potthässlich. Und ich bin voll der fiese Typ, ich weiß, aber ist mir egal. Alter, also manchmal denke ich mir so, wie kann man so eine ekelhaften Viecher nur kreieren? Was dachten die sich, als sie erstellt haben? Ja, ja, in Zelda hätten wir ja einen Helikopter. Aber Helikopter, da bin ich fast erwischt, der Arsch. Aber Helikopter kann man ja nicht einfach in so einer mittelalterlichen Welt so reinstecken. Dann machen wir einfach Propellerfische. Oder nee, eine Fusion aus hässlichen Riesenfischen und diesen Mandragora-Typis, oder wie die heißen. Ja, ja. Naja. Ah, schön Wasser trinken. Das tut der Seele. Ah, wow. Das tut der Seele gut, wollte ich sagen. Aber naja, ihr habt ja gesehen. Eine Flasche. Verpiss dich! Oh! Er hat mich voll erwischt, Mann! Ich bin neu gesprungen. So, Fisch. Guck mal, hier ist was zu futtern. Ey, Jungchen, ja, ich weiß Bescheid. Ja, ist ja nicht mehr häufig. Das sind nur noch drei Typis. Ja. So, was haben wir? Das Dreiaugenriff. Es werden immer mehr.
Neulich bin ich doch tatsächlich auf der Nachbarsinsel im Osten seinem komischen Kauz begegnet, der hat einen riesen Rucksack umgeschnallt. Ich hatte den Eindruck, er würde dort nach irgendeinem Schatz suchen. Aber es wäre mir neu, dass es auf dieser Insel irgendwas von Interesse gäbe. Vielleicht hat er einfach sonst keine Hobbys. Wer weiß. Ja, das hat einen Arsch. Ey, er ist voll frech und fies und böse. So, haben wir noch 3 Felder zu erkunden. So, rüste ich schon mal das nächste Futter aus. Wie diese Putt-Putt-Früchte aussehen. Einfach nur voll so, wie so ein Faceball so. Ja. Ach ja, aber Mann, das Let's Play ist bald vorbei, Freunde. Denn von mir aus habe ich nicht vor, wow, zu gehen. Wow. Ah, Mann. Oh, ein Schatz. Also fahren wir doch da vorbei. Mensch, ich sag vorhin noch, ja, da fahren wir aber bestimmt nicht vorbei. Und jetzt sind wir genau da. Mann. Wo ist denn das jetzt? Na also. Ja, da sag ich echt noch, ja, da fahren wir bestimmt nicht vorbei. Und dann fahre ich genau an dem Ding vorbei. Ist ja cool. Finde ich gut. Alter, so viel Kohle, ich werd stinkreich, Mann! Und weiter gehen Norden. Ein Riff! Also sind hier nur noch diese scheiß Augenriffs oder was? Leider, da ist noch eine andere Insel, die ich aber auch kenne. Ja, da waren wir auch schon mal. Was zur Hölle geht hier ab? Ja, wer hat das erkannt? Wer hat das erkannt? Schreibt's in die Comments. Also nicht nur, wer es erkannt hat, sondern auch. Also nicht so nach dem Motto, ich! Oder erster! Nee, schreibt am besten direkt auch, was es ist. Oder was es war. Wow! Das war witzig. Ah, da ist auch schon der Fisch. Wow, what the fuck? Hier, mein Freund. Hihi, da hast du dein Futter. Oh, Jungchen, Mann, ich weiß Bescheid. Ich mach mal noch schnell und dann fehlen dir noch 2 Stück. Okay. Das 4 Augenriff, jetzt der Reihenfolge nach immer mehr Augen oder was? Ja. Hast du bestimmt schon. Ja, es hat. Was, die kann man nur nachts sehen? Was zur Hölle, was? Okay. I didn't know that. So, und jetzt fahren wir hier lang. Hus, hus. Ach ja. So, hier sind nochmal ein paar feindliche Boote, aber die könnte ich eigentlich getrost und in Ruhe lassen. Da ist der Fisch! Oh, voll die Megawelle! Wow! Au! Und hör, was ist denn das für eine. Was ist das für eine merkwürdige Insel? Ja, Freunde, das ist genau die, die wir schon kennen. Alter, Jungchen, du bist ja schon weit, wa? Finde nur noch 2 Teile auf der Karte. Geil. Genau. Die Mutter- und Kindinsel mit ganz vielen Bindestrichen. So, und was hast du hier zu sagen? Ich habe gehört, auf der Insel hier soll eine wahnsinnig schöne Fee leben. Da fallen dir gerade deine Fischäuglein raus, Jungchen. Allerdings soll man sie noch nie gesehen haben. Ja. Das ist aber. Na, so schön ist die gar nicht, das kleine Tesla-Mädchen. So, hier ist dann auch, ja, hier ist eigentlich nichts außer ein Crocs. Und hier ist dann später ein fliegender Händler, soweit ich mich erinnere. Naja. So, nochmal schön auf zum nächsten Dings. Oha, was ist das denn? Was ist das denn für eine Insel? Die sieht ja lustig aus. Erstmal einen Schatz holen. Halt an, Mann! So, was haben wir denn hier jetzt? Sehr schön. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott!
Wow, überall ist mein Romier, Fettmann! So, jetzt nochmal schön zum Fisch. Die letzte Markierung auf unserer Seekarte, Freunde! Cool, Mann! Hey, Jungchen! Ich weiß Bescheid, du kriegst hier die letzte Region auf der Seekarte. Geil, Mann, Glückwunsch! Danke, Mann! Isla Binocula. Was zur Hölle? Sieht aus wie eine Erdnuss. Ah, hüte dich vor der nach oben offenen Mondsichel. Also ist hier das Geisterschiff. Okay. So, dann gehe ich noch auf die Insel, denn da ist ja irgendwas zu holen, irgendwas zu machen ist da ja. Tatsächlich, da oben ist irgendjemand. Was geht hier ab? Naja, hier auf der Insel machen wir Pause und im nächsten Part geht's dann hier weiter. Hallo. Naja, verpisst euch. Na gut, Freunde. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir uns noch diese Insel hier angucken. Und ich glaube, dann mache ich mich auf nach Hyrule. Ja, warum nicht? Mal gucken. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, Freunde. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao. Tschüssi.